Grüezi miteinander und heute zusammen und nachträglich eigentlich noch ein gutes Neues, muss man fast so sagen, zu der billigsten Fußballinformationssendung der Schweiz. Und bevor ich ganz kurz zu Michi übergebe, ein kurzes Statement von unserer Seite. Wir hätten ja eigentlich schon noch die eine oder andere Sendung geplant gehabt, aber wir haben fast, darf ich das so sagen, Michi, unserem Alter müssen Tribut zahlen? Nein. Unsere Festtage sind eigentlich so verlaufen, dass wir mehr oder weniger alle flach gelegen sind. Oder halt auch noch unsere Familie. Und das hat halt uns ein bisschen in die Knie gezwungen. Aber wir sind ja jetzt wieder für euch da. Und zwar mit diesen Themen. Ja, und zwar, wir starten mit einem super Sieg in Zürich gegen FCZ. Und wir beleuchten den neuen Trainer, den Fabio Cersini. Ja, viel besser kann man nicht starten in einer Rückrunde, ne? Ja, Michi, ausser vielleicht gerade die ersten 5 Minuten, wo der krasse Fehler von Balruban passiert ist, krasse Anfängerfehler, darf man so sagen, ich meine, er ist noch wirklich ziemlich jung. Aber nachher, der FCL hat nicht aufgesteckt. Und was ist das für eine geile erste Halbzeit gewesen? Also, mich hat es aus den Socken gehauen. Ich habe das Team eigentlich nicht wiedererkannt. Und da ist auch spielerisch, wie sie die Goal rausgespielt haben. Oder von einem Eckball ein Goal machen, Michi. Das war ja auch nicht so die Stärke vom FCL. Also, krass zusammengefasst, wow! Und dann ist die zweite Halbzeit gekommen und dort haben sie bis zur 60. Minute wirklich top mitgespielt. Und laut Marius Müller, 60. 70. Minute, haben wir dem Pressing oder dem Spiel vom FCL ein Tribut müssen zahlen. Und hat sich dann leider immer ein bisschen mehr wieder zurückgezogen und dann passiert halt wieder Fehler und das Anschlussgoal ist gekommen. Man hat sich ein bisschen zittert zum Sieg. Aber nur eigentlich muss ich sagen, ich weiss nicht, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen zu enthusiastisch, mich, wenn ich sage, ich habe das erste Mal in dieser Saison mal ein klares Konzept erkannt eigentlich vom FCL. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, Raffi, in grossen und weiten Teilen sehe ich das Spiel natürlich, oder habe ich das Spiel gleich gesehen wie du. So mit Nuancen. Du sagst es richtig, am Anfang ist dort ein Anfängerfehler passiert vom Balruban. Ich glaube, es war sein erster Einsatz in der Meisterschaft, wenn ich mich nicht irre. Ein Fehler kann passieren, richtig. Ich sage jetzt noch beim 3-2, wenn man am Schluss 3-2 gewinnt, dann kann man den Fehler verschmerzen. Ich sage jetzt, wenn da noch die Wende nicht gekommen wäre, hätte das vielleicht im FCL und im Balruban für den weiteren Verlauf von dieser Saison nicht so gut da. Aber eben, die Mannschaft hat Charakter bewiesen und hat das Spiel gedreht. Also zum Teil wunderschöne Spielzüge innerhalb von 14 Minuten vom 0-1 zum 3-1. Ich glaube, da sind wir alle ungläubig. Entweder auf der Tribüne oder vor dem Fernseher gehockt und ja, haben einfach Freude gehabt. Wieder mal richtig Freude gehabt an unserem FCL. Kurz gesagt, FCL gewinnt 3-2 zum Start in der Rückrunde und ja, wir sind doch alle happy. Absolut. Und kommen wir gerade zum zweiten Thema, wenn wir vielleicht jetzt das Happy sein dafür verdanken. Ist das schon der Fabio Celestini, Michi? Also, wie haben wir das aufgefasst? Oder die ganze Trainersucherei, die einen haben es vielleicht natürlich gesehen, mein Blog-Eintrag zu Weihnachten, Neujahr. Mit der Grünsch-Geschichte. Ich bin dort einfach am Anfang nicht ganz einverstanden gewesen, genau wie man das mit dem René Vanek gemacht hat. Obwohl Michi und ich, ich spreche jetzt auch gerade für dich, Michi, eigentlich auch nicht wirklich glücklich gewesen wären mit dem Entscheid René Vanek. Und aus dem Kreis des Fabio Celestini ist natürlich schon das grosse Mozart rumgegangen, ja, der kann ja gar nicht Deutsch. Und wegen FCL-Philosophie und so Sachen. Ich denke, die muss man schon mal klarstellen. Der Remo Meier hat eine Philosophie vom Spielverständnis. Einen Trainer gesucht, der dazu passt und hat für sich das der Fabio Celestini als Bester dafür ausgesucht. In dem Sinn. Ja, und ich habe es vorhin schon angetönt. Ich habe das Gefühl, man sieht schon eine Handschrift. Endlich sieht man mal eine Handschrift. Das ist ja letztes Jahr oder in der Anfangs von dieser Saison nicht wirklich der Fall gewesen, dass man so ein Konzept hätte können erkennen. Das haben wir immer ein bisschen bemängelt. Michi, aber das hätte ja schon, wenn man so zurückdenkt oder jetzt in der Winterpause ein bisschen die Interviews gelassen hat von verschiedenen Spielern, hätte der Hebi wirklich keinen Plan gehabt. Was meinst du?
Ja, man sollte es meinen, wenn man eben die Interviews hört, dann die Mitspieler, also vom, vor allem jetzt vom Interview mit dem Marius Müller, und er sagt, dass jetzt endlich auch die Feldspieler da vorne, die Jungen, müssen mitdenken und nicht nur einfach auf die hohen langen Bälle müssen warten. Ja, und sind wir ehrlich, Raffi, wir haben, ja, über weite Strecke von dieser Vorrunde haben wir das wirklich gesagt, das ist alles so ein bisschen auf Glück aufgebaut, auf Zufall. Da war nicht wirklich ein System dahinter gewesen. Und ja, jetzt in dem ersten Match hat man ein Spielsystem eigentlich ein bisschen erahnen lassen. Man kann schon sagen, das ist die Handschrift von Fabio Celestini. Mag ich jetzt bezweifeln, aber man merkt, in welche Richtung es gehen sollte. Und eigentlich eine durchaus positive Richtung, aus meiner Sicht. Ich werde aber noch schnell einen Punkt aufgreifen, den du vorher gesagt hast, Raffi. Wegen Remo Meier. Die Auswahl nachher von Fabio Celestini. Und ja, die viel zitierte FCL-DNA, die Remo Meier gefordert hat. Du hast jetzt relativiert quasi mit dem, was er wirklich gesucht hat. Nur eben, ist es halt, ich muss es wieder sagen, einmal mehr unglückliche Kommunikation, wenn man so einen Satz raushält, ein Trainer mit FCL-DNA. Da macht sich doch der gemeine Fan sein Bild. Da kommen die Heroes aus alten Zeiten wieder to mind. Oder? Also, es ist einfach, ja, dort unglücklich kommuniziert wurde, einmal mehr. Damit lohne ich es jetzt aber auch sein, mit Kritik. Kommen wir jetzt nochmal auf den Fabio Celestini zurück und muss sagen, ja, wenn das in die Richtung geht, wie wir es jetzt gesehen haben, dann können wir, ja, Holz anlängen, doch schönen Fußball wieder erwarten vom FCL und Fußball, der nicht auf das Zufallsprinzip aufgebaut ist. Klar, jetzt ist das auch erst das erste Spiel, das haben wir jetzt aber gewonnen. Aber ich sehe doch wirklich positiv in die Zukunft, das auch schon. Das kann ich jetzt einfach so abschließend zum Thema Trainer sagen, weil ich wirklich das Gefühl habe, es ist ein ruchtes Team gegangen, das ganze Team. Das war es jetzt wieder gesehen von meiner Seite. Danke fürs Zuschauen. Michi, ich glaube, du hast noch von einer bekannten Persönlichkeit etwas gehört. Was macht eigentlich der Marcel Kählin nach seiner Vision 21 mit dem FCL? Und ganz interessant, er hat eine neue Biografie, die zweite, rausgegeben. Wir haben das exklusive Bildmaterial dazu, wünschen euch damit. Schönen Abend, schöne Woche, bis nächste Woche. Ciao zusammen.